Hallo und schön, dass du reinschaust. Ich möchte mit dir heute dieses Tier häkeln. Und das ist wichtig, dass du dabei nur Wolle benutzt mit 100% Baumwolle. Das ist ganz wichtig. Und dazu eine Häkelnadel 3 bis 3,5. Und wenn du auf die Banderole schaust bei der 100% Baumwolle, dann muss da draufstehen für eine Nadel 3 bis 3,5, dann hast du die richtige Stärke. Du brauchst ein Knäuel in Weiß und Rest in Dunkelbraun und noch irgendwas an Rest für die Augen. Und dann zeige ich dir mal, wie einfach wir dieses Spielzeug häkeln können. Mit dem 100% Baumwollgarn machen wir jetzt drei Luftmaschen, schließen die mit der ersten Masche und der Öse oder Kettmasche zu so einem kleinen Ring, machen zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen machen wir immer bei jeder Reihe und jetzt machen wir sieben feste Maschen, in den Ring. 4, 5, 6, 7. Wir schließen die Reihe immer mit einer Öse oder Kettmasche in die oberste Luftmasche und zuziehen. So, immer zwei Luftmaschen am Anfang. Und jetzt müssen wir zwei Reihen häkeln, immer sieben feste Maschen, zwei Reihen lang. Jetzt müssen wir zunehmen, wieder zwei Luftmaschen und dann geht es so. Eine feste, noch eine feste Masche. Moment. Und in die nächste zwei feste Maschen. Eins, zwei. Jetzt wieder eins, eins und zwei feste Maschen. So, dann bleibt noch eine übrig. Und dann schließen wir wieder mit einer Öse. Und jetzt müssen wir noch mal drei Reihen häkeln mit 1, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2. So, dass wir jetzt zunehmen. Immer feste Maschen. Es wird alles mit festen Maschen gehäkelt. Jetzt kommen nochmal fünf Reihen feste Maschen ohne Zunahme. Am Anfang immer die zwei Luftmaschen, schließen mit einer Öse. Und ich lege mir da eigentlich immer ein Zettelchen daneben und mache einen Strich für jede Reihe oder in dem Handy, und damit man nicht durcheinander kommt. Fünf Reihen feste Maschen. So, nun müssen wir zwei Luftmaschen machen, wie immer. Und in die erste Masche drei feste. Eins, zwei, drei. In die nächste auch drei. Eins, zwei, drei. Dann eins, zwei, drei, vier. Fünf einzelne, sechs und sieben zusammen, hinein in die Masche, heraus aus der Masche und zusammenhäkeln. Die nächste auch. Hinein in die Masche, heraus in die andere und zusammenhäkeln. So, und jetzt da wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn ihr noch eine habt, dann auch eine sechste. Und dann wieder drei in die zweitletzte. Eins, zwei, drei. Und drei in die letzte. Eins, zwei, drei. Und wir schließen mit einer Öse. Das ist jetzt der Hals. Jetzt müssen wir eine Reihe darüber häkeln.
alle Maschen, wie sie kommen, ohne Zunahme. So, jetzt häkeln wir 11 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wir müssen in der Mitte angekommen sein. Dazu legen wir die Naht einfach nach unten und knicken mal hoch. Und es muss eine Masche sein vor der Mitte, das stimmt. Wenn ihr jetzt mal eine Masche mehr oder weniger habt, das ist wirklich nicht schlimm. Ihr müsst nur oben sein, vor der Mitte die eine Masche und in diese kommen zwei Maschen hinein. Dann kommt die nächste Masche, auch zwei direkt am Oberkopf müssen zweimal zwei Maschen eingehäkelt werden. Und dann häkeln wir die Reihe weiter. Einfach bis zum Schluss immer eine feste Masche. So, dann müssen wir in der nächsten Reihe zunehmen, aber nur am Anfang und nur am Ende der Reihe. Und zwar, ich schließe erstmal zwei Luftmaschen. So, und dann werden wir am Anfang zwei feste Maschen hineinmachen und an der nächsten auch nochmal zwei feste Maschen und dann nochmal zwei feste Maschen. Also in die ersten drei zwei feste Maschen und in die letzten drei auf der Reihe auch jeweils zwei feste Maschen. Also vorm Ende der Reihe in den letzten drei Maschen jeweils zwei feste Maschen. Und nun kommen wir zum großen Stück. Ihr müsst jetzt 15 Reihen ohne Zu- und Abnahme häkeln. Einfach Reihe an Reihe. Legt euch einen Zettel hin und macht einen Strich oder gibt es im Handy ein, dass er nicht durcheinander kommt. Oder ihr macht euch einfach hier eine Sicherheitsnadel hin und dann könnt ihr nachher dann zählen, wie viele Reihen es sind. Aber ihr müsst euch schon eine Markierung hinmachen oder jeweils einen Strich. 15 Reihen brauchen wir jetzt. So, nun müssen wir nach den 15 Reihen die ersten beiden Maschen zusammenhäkeln und die letzten beiden. Und das müssen wir drei Reihen lang machen, dass wir jetzt abnehmen. Drei Reihen, die ersten beiden Maschen und die letzten beiden Maschen vor unserer Naht auch zusammen häkeln. Hier seht ihr meinen kleinen Faden, den ich dann einfach eingebunden habe und so konnte man die Reihen ganz gut zählen. Wir müssen jetzt füllen. Und zwar nehme ich keine Füllwatte aus dem Bastelladen. Ich kaufe mir ganz gern ein großes Kopfkissen, so 80x80 cm, entweder im Discounter im Angebot oder bei IKEA, dänisches Bettenlager, was es da so alles gibt. Das kostet so 5-6 Euro. Da sind manchmal 800-900 Gramm Füllwatte drin. Ist toll waschbar, für Allergiker geeignet und da bin ich sehr zufrieden. Da trenne ich mir das Kissen so 10 cm weit auf und hole dann immer die Füllwatte raus, so wie ich es gerade brauche. Und dann müssen wir jetzt erstmal richtig, richtig gut füllen. Jetzt müssen wir zuhäkeln, Anfang zwei Luftmaschen und dann eine feste, zwei zusammen, eine feste, zwei zusammen. Rundherum eine feste, zwei zusammen, eine feste, zwei zusammen. Und in der nächsten Reihe müssen wir immer zwei Maschen zusammenhäkeln. Jetzt ist es beinahe geschlossen. Wir müssen nochmal immer zwei zusammenhäkeln, ohne am Anfang Luftmaschen und richtig fest zusammenziehen. Und zum Schluss dann noch einmal eine feste Masche über den Rest drüber hin. Das heißt, wir gehen auf der einen Seite rein. Kommen auf der anderen Seite raus und ziehen es gut fest. Das ist jetzt der Abschluss. So, und ziehen es gut fest. So, wir lassen die Öse hängen
Und jetzt wechsle ich auf die Braun. Wenn man den Anfang findet, da ist er. Nachher vernähen wir natürlich alle Fäden. Und jetzt setzen wir einfach an und ziehen den Faden durch und machen mit beiden Fäden erstmal eine Luftmasche. Wir ziehen es fest. So, und jetzt machen wir 25 Luftmaschen. 25 Luftmaschen und darüber hin häkeln wir eine Reihe feste Maschen. 25 Luftmaschen und eine Reihe feste Maschen. Und wenn wir am Körper angekommen sind, machen wir noch einmal eine feste Masche in den Körper. Ziehen es gut fest, schneiden den Faden großzügig ab, weil wir ihn ja da noch vernähen müssen und ziehen nochmal durch die Öse. So, jetzt machen wir die Ohren. Man muss aufpassen, dass die Naht wirklich gut unten ist und sich so zurechtdrücken. So, dann sucht man sich die Stelle, wo das Ohr hin soll. Ich nehme auch hier die Braun, ihr könnt auch die Weiß nehmen, wie ihr wollt. Zieh den Faden durch. Mach drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann drei Stäbchen. Immer ins Gleiche. Immer ins Gleiche. 1, 2, 3. Und dann noch eine feste Masche. Alles ins Gleiche. Und festziehen. Abschneiden. Wieder großzügig zum Vernähen und einfach durch die Öse ziehen. So. Jetzt natürlich auf die andere Seite auch noch ein Ohr. So, und dann drehen wir das Ganze nach unten, wenn das zweite Ohr fertig ist, richten unsere Naht schön aus. So, und fangen an, die vier Beine anzuhäkeln. Dazu nehme ich wieder Weiß. Man kann das auch unterschiedlich machen. Vielleicht ein Bein weiß, drei Beine braun, wie man so möchte. So, wir suchen uns die Stelle. Am besten ist da, wenn man sich, es liegt ja im Bein dann drinne, vier Punkte setzt mit dem Stift. So, so, und um diese Punkte herum müssen wir jetzt 8 feste Maschen setzen. Ihr könnt auch ruhig in eine vorangegangene Masche, die ihr jetzt benutzt, mal 2 feste Maschen setzen. Am Anfang 2 Luftmaschen und dann um den Punkt herum 8 feste Maschen. Wie gesagt, ruhig auch zweimal stechen und dann, jetzt habe ich 2, 3, 4, 5, immer schön rundherum. Mit den Punkten geht das wirklich ganz gut. 5, 6, 7, 8. Und dann schließe ich mit einer Öse und den Luftmaschen an. So, und dann ist es wichtig, Moment, ich bin abgerutscht. Schließen. 2 Luftmaschen. Und jetzt dreht ihr das Ganze, dass ihr wieder auf der äußeren Seite häkelt. 1, 2. 2 Luftmaschen. Jetzt kommen noch 2 Reihen darüber. Dann wird gefüllt. Und dann werden immer 2 Maschen zusammen gehäkelt. Und die letzten, die da noch da sind, auch wieder zusammenziehen, wie wir das beim Hinterteil gemacht haben. So, wir brauchen jetzt da 4 Beinchen und auf diese Art machen wir die fertig. Ich habe jetzt alle Fäden vernäht. Ich nehme eine grün für die Augen. Vielleicht habt ihr eine andere Idee. Einfach wieder 100% Baumwolle und dann mit 2, 3 Stichen aufsticken. Immer in eine Masche rein, so 3-mal übereinander. Und dann kann man immer noch für die Pupille einfach in Edding wasserfesten Stift nehmen und so einen Mini-Punkt hinsetzen. Und dann hat man auch eine Pupille. So. Und jetzt muss man noch den Faden vernähen. Ich hoffe, es sieht gut. Ich fand grüne Augen cool. Jetzt kommen wir noch zur Nase. Da habe ich den
Faden, den braunen, doppelt genommen. Wir sehen zu, dass der Knoten nach innen kommt. Einfach mal feste ziehen, dass er nach innen kommt oder mit der Nadel durchstecken. So. Und dann machen wir eine Nase hier vorne, die sticken wir uns auf mit 1 Stichen hin und her. So, dann müsst ihr euch ein bisschen Zeit lassen, gucken, wie gefällt es mir am besten. Als an einer Stelle. Und ob ihr dann noch Barthaare machen wollt, das liegt dann bei euch. Die werden ja nur locker dran gemacht und stehen dann so ein bisschen ab. So, da ist jetzt der Knoten wieder raus. Schön reinstecken. So, eine schöne Knubbelnase. Und dann müssen wir es natürlich wieder gut vernähen. Und dann kann man auch nochmal einen kleinen Mund andeuten. Das liegt dann bei euch. So, und das auf jeden Fall gut vernähen. Und dann ist es fertig. So, nun ist das Tier fertig. Mit den Augen, der Nase. Und dann hoffe ich sehr, euch hat es gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Mich würde es freuen. Liebe Grüße. Tschüss.